Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, zur diesjährigen Eröffnung der Renovabis-Pfingstaktion, der Hilfsaktion der deutschen Katholiken für die Länder in Osten, Mittel- und Südosteuropa, darf ich Sie ganz herzlich hier bei uns in unserem altehrwürdigen Dom begrüßen. Ich freue mich, dass diese Aktion hier bei uns in Speyer zum ersten Mal eröffnet wird, zusammen mit Weihbischof Otto Georgens und mit unseren Gästen, ganz besonders herzlich natürlich unsere Gäste aus den Ländern Osteuropas, die hier sind, die gekommen sind und diese Aktion jetzt in diesen Tagen schon hier bestritten haben. Erzbischof Ranic auf Djakovo, Osijek, und den Weihbischof Suda aus Sarajevo, die mit uns hier die Heilige Messe feiern werden. Alle Gäste, die gekommen sind, insbesondere auch Sie, Herr Minister Robbers, unseren Oberbürgermeister, alle, die mit hier helfen, Herr Scala vom katholischen Büro in Mainz, die Mitglieder des Bundestags und Landtags, die gekommen sind, und alle, die auch mit dem Herzen diese Aktion unterstützen. In diesem Jahr stehen besonders die jungen Menschen in Osteuropa im Mittelpunkt. Das muss uns ein Herzensanliegen sein. Nun möchten einige von der jungen Kirche hier bei uns uns in das Ganze, in den Gottesdienst einführen. Wir können uns einen Augenblick setzen. Wir, die junge Kirche Speyer, haben uns an diesem Wochenende unter dem Motto »Sein eigenes Süppchen kochen?« Fragezeichen, Ausrufezeichen, mit der Thematik der Renovabis-Pfingstaktion »Jung, dynamisch, chancenlos« auseinandergesetzt. Dazu möchten wir Sie mit folgender Frage konfrontieren. Was brauchen Sie, damit ein gutes, schmackhaftes Essen gelingt? Das will ich jetzt von Ihnen wissen. Fange ich doch gleich mal hier vorne in der ersten Reihe an. Was brauchen Sie, damit ein gutes, schmackhaftes Essen gelingt? Zuversicht. Zuversicht ist ein gutes Wort. Dann werde ich mal weitergehen. Was brauchen Sie für ein gutes, schmackhaftes Essen? Gut gewürzt muss sein. Würze ist immer gut. Werde ich noch weitere Personen ansprechen. Was brauchen Sie? Gute Zutaten, vor allem Salz. Gute Zutaten und Salz. Noch eine Person, dann frage ich Sie doch. Was brauchen Sie für ein gutes, schmackhaftes Essen? Einen guten Koch. Guter Koch ist immer gut, zum Glück bin ich ja da. Wie soeben gehört, hängt ein gutes, schmackhaftes Essen von verschiedensten Faktoren ab. Alle müssen ineinander greifen, damit das Essen gelingt. Wir haben uns am Freitag mit einer tiefergehenden Frage beschäftigt. Was braucht die Jugend, damit sie in ihrer Dynamik als Chance für die Zukunft gesehen wird? Entfaltungsmöglichkeiten. Perspektiven. Selbstvertrauen. Verantwortung. Freiräume. Akzeptanz. Zeit für sich und für andere.
Kritikfähigkeit zulassen. Ein offenes Ohr. Selbstständigkeit. Auch hier finden sich verschiedene Faktoren, die wichtig sind, damit die Jugend als Chance gesehen wird. Gott, der uns immer wieder mit seinem Heiligen Geist erfüllt, ist es, der uns in Bewegung bringt und uns die Chancen gibt, die wir brauchen. Ihm möchten wir dies anvertrauen. So erbarme sich unser, der allmächtige Gott, und er nehme von uns all unsere Schuld, mit der wir uns auch gegenseitig belasten, und führe uns ins ewige Leben. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wanderten Paulus und Barnabas von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Es schlossen sich viele Juden und fromme Proselyten Paulus und Barnabas an. Diese redeten mit ihnen und ermahnten sie, der Gnade Gottes treu zu bleiben. Am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig, widersprachen den Worten des Paulus und stießen Lästerungen aus. Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig: Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr es aber zurückstoßt und euch des ewigen Lebens unwürdig zeigt, wenden wir uns jetzt an die Heiden. Denn so hat uns der Herr aufgetragen: Ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht. Bis an das Ende der Erde sollst du das Heil sein. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Juden jedoch hetzten die vornehmen, gottesfürchtigen Frauen und die Ersten der Stadt auf, veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Diese aber schüttelten gegen sie den Staub von ihren Füßen und zogen nach Ikonien. Und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Mit Jubel.
Tretet mit Dank durch seine Tore ein. Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Tempels. Dank ihm, preis seinen Namen, denn der Herr ist gütig. Ewig währt seine Huld, von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. Antrasis skaitinys iš apreiškimo Jonui. Paskui regėjau. Štai, milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Aš jam atsakiau, mano viešpatie, tu žinai, jis man tarė. Jie atėjo iš didžio sielvarto, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbalino avinėlio krauju. Todėl jie stovi prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną, naktį jo šventovėje. O sėdintysis soste išskleist ant jų padangtę, jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulinį jokia kaitra. Nes avinėlis, kuris stovi prieš sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių. Ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Wort des lebendigen Gottes. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus: Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Mit 17 hat man noch Träume. Liebe Schwestern und Brüder, schon ein wenig in die Jahre gekommen ist dieser Schlager, weiß gar nicht, ob er Ihnen noch bekannt ist, der mir aus meiner Kinder- und Jugendzeit noch in Erinnerung ist. Die junge Peggy March traf damals Mitte der 60er Jahre den Puls der Zeit. Mitten im Wirtschaftswunder schaute man optimistisch in eine wachsende Zukunft. Die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit gaben Deutschland ein junges Aussehen. Und Arbeit gab es so viel, dass aus anderen Ländern die sogenannten Gastarbeiter zu uns geholt wurden. Ein neues Gefühl von Aufbruch, Freiheit, Jugendlichkeit, Unbeschwertheit lag wie der Frühling in der Luft. Mit 17 hat man noch Träume. Da wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe. Mit 17 kann man noch hoffen. Da sind die Wege noch offen in den Himmel der Liebe. Doch mit den Jahren wird man erfahren, dass mancher der Träume zerrann. Doch wenn man jung ist, so herrlich jung ist, wer denkt schon daran? Die dunklen Schatten der Vergangenheit, die menschenverachtende Nazi-Diktatur und der zerstörerische Weltkrieg, an all das wollte man nicht mehr erinnert werden. Die Welt schien auf neue Weise offen zu sein, besonders für junge, dynamische Menschen. Wenn man jung ist, so herrlich jung ist, wer denkt schon daran? Und für die Eltern dieser jungen Menschen war von Anfang an klar, diese Generation, ihre Kinder, sollten es besser haben als sie, die Schrecken des Krieges noch in sich trugen. Erst nach und nach ist mir selbst aufgegangen, mit welch positiven Startkapital meine Generation, die Nachkriegsgeneration,
ins Leben getreten ist und es entfalten konnte. Doch wenn man jung ist, so herrlich jung ist. Heute schauen wir mit der diesjährigen Renovabis-Aktion auf die jungen Menschen in Osteuropa. Ein Vierteljahrhundert nach der Wende und dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach den schrecklichen Kriegen auf dem Balkan. Auch hier haben die Menschen mit 17 noch Träume. Da sind so viele junge, dynamische Menschen, die ihre Kräfte und Fähigkeiten erproben und einsetzen wollen für den Aufbau einer menschenfreundlichen, zukunftsoffenen Gesellschaft. Junge Menschen, die begeisterungsfähig, wissbegierig, neugierig auf das Leben sind. Junge Menschen, die talentiert, einsatzfreudig, belastungsfähig sind. Menschen, die jung und dynamisch, aber leider vielfach ohne Chance und Perspektive sind. Die Schatten der Vergangenheit sind in vielen Ländern Osteuropas noch lange nicht abgeschüttelt. Im Gegenteil, statt des erhofften Aufbruches kehren die alten Ängste und Machtspiele zurück, etablieren sich Korruption und das schamlose Streben nach eigenem Machterhalt. Haben viele junge Menschen den Eindruck, dass man an ihnen, an der Zukunft der heranwachsenden Generation gar nicht interessiert ist. Die Folge ist ein massiver Vertrauensverlust in die Politik und die gesellschaftlich verantwortlichen Kräfte. Junge Menschen bringen es auf den Punkt. Wir lieben unser Land, doch es liebt uns nicht zurück. Ja, mit 17, da hat man noch Träume. Da wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe. Aber was, wenn Liebe derart enttäuscht, verletzt, entwurzelt, chancenlos wird? Ein Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit in Osteuropa zeigt, warum so viele junge Menschen ihr Land, das sie lieben, verlassen wollen. Ungefähr die Hälfte der jungen Menschen findet keine Arbeit. In manchen Regionen, etwa auf dem Balkan, ist die Quote noch sehr viel höher. Natürlich ist die Situation nicht in allen Ländern des Ostens gleich. Gibt es große regionale Unterschiede. Dennoch sind in vielen Ländern Mittelost- und Südosteuropas die jungen Menschen, auf die es für die Zukunft eines Landes ja in entscheidender Weise ankommt, unzufrieden mit dem Entwicklungsstand von Demokratie und Zivilgesellschaft. Sie sind enttäuscht, ratlos und beginnen zu resignieren. Das alles muss uns alarmieren. Jugendliche im Osten Europas brauchen Perspektiven. Liebe Schwestern und Brüder, zwischen Träumen und konkreten Perspektiven klafft ein großer Spannungsbogen. Dass Träume zu konkreten Hoffnungsperspektiven werden, dafür braucht es noch ein Drittes in der Mitte, das den Bogen aufspannt und die Kraft und Entschlossenheit mitgibt, ihn zu verwirklichen. Es braucht Visionen. Visionäre Menschen, die einerseits einen klaren, realistischen Blick haben und gleichzeitig an die Veränderung, an die Möglichkeit der Wandlung der Verhältnisse glauben. Die Vision ist mehr als ein Traum. Als Martin Luther King seinen berühmten Satz aussprach, "I have a dream", da war das schon mehr als nur ein Traum, sondern der Beginn einer unaufhaltsamen Veränderung. In einem modernen geistlichen Lied heißt es, wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Echte Vision hat immer den Bezug zur Wirklichkeit. Aber sie sieht in der Wirklichkeit noch etwas, das sonst nicht wahrgenommen wird. Die Chance zur Wandlung, zur Veränderung. Echte Vision stellt sich gegen allen Determinismus,
der die Grundlage jeglicher Art von Resignation ist. Echte Vision sieht die Offenheit der Geschichte, die Wandlungsfähigkeit der Wirklichkeit, die aus der Sehnsucht des Lebens und der Liebe, aus der Kraft der Wahrheit und Gerechtigkeit, aus dem Willen der Hoffnungslosigkeit existenziell zu widersprechen, geboren wird. Echte Vision schließt den Glauben an die größere Kraft der Wahrheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Liebe ein und weigert sich, die Welt und das Leben der Sinnlosigkeit zu übergeben. Echte Vision ist alles andere als Träumerei. Sie ist in der Tat der Beginn einer neuen Wirklichkeit. So trat der Auferstandene in die Resignation der Jünger ein, die ihre Türen aus Angst verschlossen hielten. Er hauchte sie mit der Kraft von oben an, dem Heiligen Geist, damit sie in der neuen Wirklichkeit zu leben beginnen. Und er gab ihnen den Auftrag, das Evangelium vom anbrechenden Reich Gottes in alle Welt hinein zu verkünden. Und so konnte der große Visionär des Neuen Testamentes, Johannes, wir haben es in der Lesung der zweiten eben gehört, der frühen verfolgten Kirche eine alle Resignation überwindende Vision mitgeben. Das sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Vielen jungen Menschen in Osteuropa bedeutet ihr Glaube sehr viel. Er ist gerade mitten in Enttäuschungen und Hoffnungslosigkeiten eine große, ja die entscheidende Kraft, nicht an der Wirklichkeit zu verzweifeln, sondern von Gott die Offenheit und Wandlungsfähigkeit der Geschichte zu erwarten und Mut zu finden, an einer besseren Zukunft mitzubauen. Viele Hunderttausende junger Christen erwarten wir in diesem Jahr zum Weltjugendtag in Krakau, die sich von der visionären Kraft der Seligpreisungen Jesu gemeinsam begeistern und zum konkreten Handeln motivieren lassen, insbesondere von jener höheren Gerechtigkeit des Evangeliums, die Barmherzigkeit heißt. Es gibt keine stärkere visionäre Kraft in dieser Welt als den Geist des auferstandenen Jesus, des für uns geschlachteten Lamm Gottes, bei dem die Wunden dieser Welt nicht verdrängt oder beschönigt werden, sondern geradezu zur Triebfeder einer allen blinden Hass, alle kalte Gleichgültigkeit und verzweifelte Resignation überwindenden Liebe werden. Das diesjährige Gebetsbild zur Renovabis-Aktion 2016 zeigt die Herabkunft des Heiligen Geistes auf Maria und die Apostel. Als verwandelndes Durchdringen eines roten Stromes brennender Liebe in unsere Welt. Renovabis, das heißt, Gott, du wirst das Antlitz dieser Erde erneuern durch die Kraft von oben, durch den Heiligen Geist. Das ist mehr als ein pubertärer Traum von der Liebe, mehr als Schmetterlinge im Bauch und in den Himmel wachsende Bäume. Das ist visionärer Realismus, eben der Beginn einer neuen, von Gott in die Welt einströmenden Wirklichkeit. Sie vollzieht sich in und durch alle Menschen, die sich von der visionären Kraft dieses Geistes bewegen lassen. Deshalb haben wir deutsche Katholiken nach der Wende unser Hilfswerk für Osteuropa gegründet. Wir wussten ja noch, wie vielen wir unsere neue Chance nach dem Desaster des Zweiten Weltkrieges verdanken. Wir wissen, wie wichtig gerade die junge Generation für den Aufbau eines Landes ist, wie unersetzbar ihr junges, dynamisches, begeisterungsfähiges und einsatzfreudiges Leben ist. Die konkreten Projekte,
die wir wie Leuchttürme errichten und mit Renovabis unterstützen können, wollen gerade jetzt, über 20, 25 Jahre nach der Wende, gerade jetzt in einer schwierigen weltgeschichtlichen Situation unseren Brüdern und Schwestern im Osten und Südosten Europas ein Zeichen unserer Solidarität und unseres Willens sein, das gemeinsame Haus Europa auf den Werten und der visionären Kraft des Evangeliums zu erbauen und unsere Leuchttürme von Renovabis können sich wahrhaft sehen lassen. Da sind zum Beispiel die mittlerweile 14 Europaschulen in Bosnien und Herzegowina. Und Sarajevo, der Weihbischof, ist hier. Hier werden unabhängig von der Herkunft und der Religion jungen Menschen eine hervorragende schulische Ausbildung und gleichzeitig die unersetzbar wertvolle Erfahrung gesellschaftlicher Aussöhnung und gemeinsamer Zukunftsperspektive mitgegeben. Hier werden die Kräfte für das Land herangebildet, die erlebt haben, dass die Vision eines versöhnten Miteinanders von Religionen und Kulturen gelingen kann. Oder das von Renovabis unterstützte Netzwerk Narkone, was heißt Drogen, nein danke. Es bietet Unterstützung für Jugendliche, die an den Folgen der Kriegstraumata der Eltern und an häuslicher Gewalt leiden. Junge Menschen, die wegen der Perspektivlosigkeit in Gefahr sind, drogenabhängig und glücksspielsüchtig zu werden. Unsere heutige Kollekte kommt besonders diesem Programm zu Hilfe, das älterer Bruder, ältere Schwester heißt. Ein großartiges Unterstützungssystem, gerade mit Hilfe naher Verwandter, für drogengefährdete junge Menschen, sodass sie wieder sozial und seelisch stabil sein können. Ich könnte noch viele andere solche Leuchttürme nennen, für die unsere Gäste in diesem Gottesdienst so hoch engagiert stehen. Das Jugendzentrum in Pandešice in Litauen zum Beispiel, in dem junge Menschen mit ihren Fragen und Bedürfnissen Gemeinschaft und Solidarität erleben. Oder unsere Hilfe, die in das Armenhaus Kroatiens geht, in das Gebiet der Erzdiözese Đakovo Osijek, mit der wir hier in Speyer schon seit längerem verbunden sind und der Erzbischof uns heute hier ja auch die Ehre gibt. Visionen sind keine weltvergessene Träume. Visionen gehen auf die konkrete Wirklichkeit. Sie wollen verändern und leben aus dem Glauben an die Kraft, die immer neu Zukunft schafft, weil sie selbst den Tod überwunden hat. Renovabis lebt mit den von ihm unterstützten Leuchttürmen aus der visionär verwandelnden Kraft des Heiligen Geistes. Du, Gott, wirst das Angesicht der Erde erneuern. Liebe Schwestern und Brüder, mit 17 hat man noch Träume. Viele junge Menschen in unserem Land können ihre Träume weitgehend verwirklichen. Es muss immer wieder höchste politische und gesellschaftliche Priorität haben, dass es keine verlorenen Generationen gibt und geben darf. Schon in vielen unserer west- und südeuropäischen Nachbarländer sieht die Situation ganz anders aus. Die Länder des Ostens aber, die immer noch in den Gärungen der politischen und gesellschaftlichen Veränderungsprozesse stecken und in denen das Vertrauen in die Demokratie und die Generationengerechtigkeit noch sehr stark wachsen muss und viel Vertrauen immer wieder zerstört wird. Diese Länder und vor allem die jungen Menschen darin haben unsere Solidarität besonders nötig. Sie brauchen nicht nur Träume, sondern etwas, das ihren Albträumen wehren könnte. Echte Visionen, die die Wirklichkeit verändern. Sie brauchen die Erfahrung von Menschen, die aus ihrem Glauben heraus aktiv werden und Leuchttürme hoffnungsvoller Perspektiven errichten. Sie brauchen Vorbilder, die ihnen Mut machen. Auch die jungen Menschen im Osten Europas, die häufig mit bewundernswerter Kraft um eine lebenswerte Zukunft kämpfen und dafür manches Schweres schon erfahren und erlitten haben. Auch diese jungen Menschen haben doch das Recht, einfach einmal jung, unbeschwert glücklich zu sein.
Doch wenn man jung ist, so herrlich jung ist, ja, wer denkt schon daran? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Herr, wir bringen zu dir dieses Mobiltelefon. Zeichen dafür, dass Verständigung und aufrechter Dialog zwischen allen Generationen nötig sind, damit alte und neue Gräben in ganz Europa überwunden werden können. Herr, wir bitten dich für die Kirchen im Osten und Westen unseres Kontinents, dass sie im Vertrauen auf den Beistand des Heiligen Geistes ihren Auftrag der Verkündigung und tätiger Nächstenliebe mutig und glaubwürdig erfüllen und Wege ehrlicher Verständigung gehen. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.
просимо тобі цей підручник як знак бажання рівного доступу до освіти для дітей та молоді, особливо етнічних меншин та маргінальних груп у Східній Європі. Ми молимося за тих, хто несе відповідальність в наших країнах, партнерах за школи і освіту, як важливий засіб до існування. Молимося, щоб вони своїми діями сприяли добробуту інших людей. Herr, wir bringen zu dir diese Landkarte, Zeichen für unseren gemeinsamen Lebensraum, der uns aus deiner Hand für heute und morgen und für Menschen jeden Lebensalters anvertraut ist. Wir bitten dich für die Regierenden und alle, die bei uns in Europa und weltweit Verantwortung tragen, für ein gutes Leben für alle Menschen, dass sie ihre Entscheidungen auf ein gerechtes Miteinander und einen nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung ausrichten. Gospodaru, donosimo tebi ovu autobusku kartu kao znak da veliki broj mladih ljudi u jugoistočnoj Evropi ne vidi perspektivu za sebe, te napuštaju svoje domove jer nemaju mogućnosti da se zaposle. Molimo se tebi za mlade u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope, one koji su razočarani i koji su izgubili povjerenje u budućnost, da pronađu puteve kako bi preuzeli hrabro život u svoje ruke i razvijali svoje zemlje. Herr, wir bringen zu dir Brot und Wein, Zeichen dafür, dass du dich selbst uns gibst und unseren Hunger nach Gerechtigkeit und unseren Durst nach Leben in Fülle stillen willst. Wir bitten dich für alle Menschen, die auf der Flucht durch tragisches Unglück oder durch Terror ihr Leben verloren haben und für alle unsere Verstorbenen. Lass sie leben in deinem österlichen Licht.
beten. Herr, unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Lösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht, feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Karl Heinz und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakonen, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Schwestern und Brüdern macht. Daher wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo der Geist Jesu lebendig ist, da baut sich Versöhnung und Frieden auf. Da ist Beziehung. Da ist Liebe. Um diesen Geist wollen wir bitten, dass er uns Mut macht, auch in den unversöhnlichsten dieser Welt
immer wieder das Licht des Auferstandenen zu tragen und die neue Welt aufzubauen. Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Verbundenheit. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Auferstanden ist der gute Hirt, er gab sein Leben für die Schafe, er ist für seine Herde gestorben. Halleluja.
Gott, du Hirt deines Volkes, sieh gnädig auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Mit diesem festlichen Gottesdienst im Speyerer Dom ist die diesjährige Renovabis-Aktion bundesweit eröffnet. Sie, die Mitfeiernden dieses Gottesdienstes, darf ich jetzt im Anschluss an den Gottesdienst zu einer Begegnung, zu einem Empfang, zu einem einfachen Mittagessen ins Haus Trinitatis einladen. Die Wegbeschreibung finden Sie in Ihrem Liedblatt. Ich würde mich freuen, wenn sehr viele von Ihnen diese Einladung, die ich für das Bistum Speyer und für Renovabis aussprechen darf, teilnehmen. Wir hoffen, dass wir hier im Bistum Speyer für unsere Gäste aus Osteuropa gute Gastgeber waren und erbitten Gottes Segen für die diesjährige Renovabis-Aktion. Dieser Segen Gottes möge uns auch eine neue, erneuernde Kraft mitgeben, so wie uns unser Gottesdienst natürlich auch Freude ins Herz gegeben hat. Dafür ein ganz herzliches Dank an unsere Dommusik einerseits, aber ich möchte zum Abschluss auch noch auf die Gruppe, Sinti-Gruppe aus Ardut in Rumänien, die uns hier auch mit dem Gottesdienst so wunderbar, auf der Seite haben wir sie, so wunderbar mit lebendig und kraftvoll unterstützt hat, ein herzliches Dankeschön sagen. Heute Nachmittag haben wir auch noch mal das Vergnügen, ein großes Konzert hier im Dom zu haben. Baden schaut über den Rhein. Hier aber ein herzliches Dankeschön an alle, die musikalisch mitgewirkt haben. Und so wollen wir Gottes Segen und hoffentlich mit der Freude des Geistes und mit der wunderbaren Aufgabe mithelfen zu können, dass junge Menschen auch mit Freude ins Leben gucken können. Und mit Zuversicht wollen wir um diesen Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und so segne euch der Gott, der die Liebe ist und unsere Welt erneuern will in der Kraft des Heiligen Geistes. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja. Dank sei Gott.